kommen wir jetzt wirklich zur ersten Frage. Und zwar, dass am Sonntag knapp 13.600 Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Was löst es bei dir aus, wenn du dran denkst, wenn du hörst, dass fast doppelt so viele sind wie bislang? Ja, pure Freude. Also ich bin sowieso schon begeistert gewesen, als ich gesehen habe, wie viele Leute im Stadion waren, in Verbindung mit der Stimmung, die die Leute gemacht haben, weil gefühlt waren es mehr. Und ich glaube, wenn jetzt nochmal doppelt so viele im Stadion sind, freuen wir uns einfach, weil wir können echt jeden im Stadion gebrauchen, das ist ganz klar. Ich glaube, wir sind gerade auf einem ganz guten Weg, unsere Heimbilanz aufzufrischen und da auch gute Ergebnisse zu zielen. Und ich glaube, das zieht halt auch die Leute an. Und zudem sieht man jetzt gefühlt jeden Tag, wie die Leute unten am Fanshop stehen, sich, glaube ich, Tickets holen, schlangenweise, und macht dann in gewisser Form stolz und sagt sehr, sehr viel über die aktuelle Situation aus. Gerade als Torwart, volle Tribünen hinterm Tor, egal auf welcher Seite man steht, nochmal besonderer Push, besonderer Anreiz. Ja, für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich mag es sowieso, wenn es laut ist und wenn es knistert. Viel, viel besser wie halt die Geisterspieler, die wir halt notgedrungen hatten, weil ja, Atmosphäre den Sport halt auch ausmacht. Jetzt bist du schon mehr als 2 Jahre hier und trotzdem sind es, glaube ich, gar nicht so viele Spiele wie du vor wirklich vielen Zuschauern am Bölle machen konntest. Hast du trotzdem noch vor Augen oder in den Ohren, wie das war damals? Ja, also wie du schon echt sagst, total verhext. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele es waren, aber es waren echt nicht viele. Es gab so ein, zwei Highlight-Spiele. Ja. Zu Hause gegen Hamburg zum Beispiel war so ein ganz besonderes Spiel, wo auch eine total, ja, intensive Atmosphäre aufgekommen ist. Aber ja, auch letztes Jahr war es, auch wenn die Leute nicht da waren, gefühlt waren sie trotzdem irgendwie bei uns. Ja. Und das war, da muss ich echt an das Spiel mit Serdar letztes Jahr denken, wo er die 4 Tore geschossen hat. Und es war keiner im Stadion, man hatte so aber visuell das Gefühl, es sind Leute da. Ganz komisch. Und ich glaube, das macht so den besonderen Geist auch am Bölle aus. Aber mit Leuten ist natürlich umso schöner. Also wir freuen uns, oder ich persönlich freue mich extrem drauf. Jetzt kommen nicht nur doppelt so viele Leute, sondern auch ein Bundesliga-Absteiger als Gegner. Das klingt nach einem perfekten Rahmen für ein besonderes Erlebnis am Sonntag. Ja, ein guter Gegner, definitiv. Ich glaube, Bremen kommt jetzt auch so nach und nach in die Spur, nachdem sie auch am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatten. Und ja gut, jeder, der auf die Tabelle schaut, der sieht, wie eng das halt alles ist. Ne? Also, unsere Aufgabe oder unser Ziel ist es jetzt das erste Mal, 2 Spiele in Folge zu gewinnen, ganz klar. Und das probieren wir auch nochmals gegen einen sehr, sehr guten Gegner zu Hause umzusetzen. Die letzten 3 Heimspiele dürften dem Selbstvertrauen ja auch nicht geschadet haben. Ja, also ich glaube, man muss halt jedes Spiel irgendwie auch gesondert betrachten. Ne? Auch jetzt vor allem das letzte Spiel gegen Dresden mit einem Mann weniger auf dem Platz. Und da war eben auch so eine ganz besondere Stimmung auf dem Platz gewesen, und auch die Leute draußen haben das gemerkt, dass wir da die Unterstützung gebraucht haben, die wir auch bekommen haben. Und die letzten Ergebnisse zu Hause waren schon ganz in Ordnung. Jetzt wird ja auch sehr viel über die Offensive geredet, weil kein Team der Liga hat mehr Tore gemacht. Kommt dir als Torwart so die Defensive da ein bisschen zu kurz, weil die macht, glaube ich, spätestens seit Spieltag 3 auch einen sehr guten Job. Ja, wie sage ich immer so schön, alles was läuft, soll man laufen lassen. Also deswegen, wir machen da hinten, glaube ich, ganz gut unsere Arbeit, halten halten den Kasten zusammen. Ich sage, deshalb ist eben das Spiel gegen Dresden gesagt, wo wir auch 1-0 gespielt haben. Und deswegen, die Jungs machen es offensiv schon wirklich sehr, sehr gut, ne, wo natürlich auch mehrere dazugehören. Aber genauso arbeiten die Jungs halt vorne auch hinten. Ne. Ich habe das Beispiel mit Philipp Tietz halt schon mal genannt, ja, der, glaube ich, sehr, sehr viele Defensivkopfbälle bei Standards gewinnt. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, warum er eben auch vorne erfolgreich ist, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wenn man eben arbeitet, man auch belohnt wird. Und beim Stürmer ist halt die Belohnung sind Tore. Und bei einem Torhüter, bei einer Verteidigung sind halt die Belohnung wenig gegen Tor oder zu Null-Spiele. Und ich glaube, dass wir da allgemein auf einem guten Weg sind. Und ich bin jemand, ich kann sehr, sehr gut gönnen. Oder man muss auch gönnen können, sagt man schön in Köln. Und die Jungs haben sich das natürlich da vorne auch verdient. Gegönnt sei dir aber auch jedes Spiel ohne Gegentor. Die letzten 2 Heimspiele gab es die weiße Weste. Wie wichtig ist dir das persönlich oder umgekehrt, wie sehr ärgerst du dich, wenn beispielsweise ein 6:1 steht? Ich glaube, das ist den meisten dann fast egal. Es klingt einfach nach einem geilen Ergebnis, aber der Torwart könnte wahrscheinlich wegen des einen Treffers verrückt werden. Ja, das beschreibst du ganz gut, so ist es auch tatsächlich. Ne? Also gegen Ingolstadt war es nochmal eine andere Situation, weil wir da, ich glaube, es war das Tor zum 3-1, meine ich sogar.
Und gegen Hannover beim Heimspiel war es aber schon anders. Da war genau das Lehren gezogen aus dem Spiel. Da war es auch relativ früh deutlich. Und die haben halt trotzdem die Null gehalten. Ne? Weil im Endeffekt geht es dann eben auch darum, die Konzentration weiter zu behalten. Wenn die Spiele halt eng sind, hat man automatisch einen Fokus auf die Verteidigung. Das ist ganz klar. Aber wenn man halt so hoch führt, dann hat man mal ein bisschen den und den drin. Und das, ja, das möchte ich natürlich nicht, weil mein Ziel ist halt, so gut es geht, eben kein Gegentor zu bekommen. Und da wollen wir natürlich auch in den nächsten Spielen weiter ansetzen. Jetzt haben wir schon über Fans geredet. Es gibt seit dem Dresden-Spiel oder im Dresden-Spiel gab es plötzlich einen neuen Fangesang, der zu vernehmen war. Marcel Schuhn ist eine geile Sau. Deiner Sicht, hat es dich gefreut und hat es das Zeug zum Chartstürmer auch? Auch das müssen andere beurteilen, ob das ein Chartstürmer sein kann, aber es erfüllt einen trotzdem mit Stolz. Das ist irgendwie, weil es immer was Besonderes ist, wenn sowas passiert, wie auch immer der Gesang dann aussieht. Das ist meistens besser, wenn er ein positiver ist, das ist auch so. Und ich nehme das gerne mit und vielleicht fällt den Leuten ja noch da irgendwas ein und dann bin ich gerne bereit, da irgendwann nochmal mitzusingen. Aber erstmal nochmal macht es mich stolz, freut es mich. Es ist immer so ein bisschen auch Anerkennung für Arbeit. Ich glaube, dass ich jetzt eben nach 2,5 Jahren in Darmstadt auch angekommen bin, auch wenn sich das komisch anhört, aber wenn man 1,5 Jahre halt nie keinen Zuschauer im Stadion hat und das gehört bei mir in gewisser Form irgendwie dazu, dass die Leute wissen, was ich so treibe auf dem Platz, ist das, wie sagt man so schön, besser spät als nie. Und ich, wie gesagt, fühle mich jetzt gerade aktuell sehr, sehr wohl. Bist der nächsten Frage jetzt eigentlich schon zuvor gekommen, ob das irgendwie auch Ausdruck der Entwicklung seit Tag 1 hier ist, weil Start war ja auch nicht ganz günstig damals mit dem Armbruch, dann auch 2 Fehler nach deiner Rückkehr. Also siehst du auch schon so, dass die Verbindung gerade zu den Lilien-Fans nochmal gewachsen ist? Ich meine, es gab ja auch Fanabende mit dir und längere Gespräche, also da bist du ja auch jemand, der was zurückgibt. Ja, ich glaube schon. Also manchmal braucht das eben ein bisschen Zeit, um irgendwo anzukommen. Das war bei mir ganz klar der Fall, weil du es jetzt sagst mit Fanabend und allgemeinen Gesprächen mit Fans oder Autogrammen oder irgendwas. Das gehört halt irgendwie für mich einfach dazu, weil es so ein Dankeschön ist oder eben ein Teil ist, etwas zurückzugeben, weil ich war früher auch ein kleiner Junge, der auch Fußballfan war und da gab es damals auch Profis, die das gemacht haben und andere, wo du gesagt hast, okay, was ist mit dem los ungefähr? Und ich glaube, das sollte man bis zum letzten Tag auch genießen und eben probieren, was zurückzugeben. Und deswegen, wie gesagt, ich fühle mich wohl, wie du schon sagst, schleppen das Start. Aber jetzt aktuell geht es halt immer darum, genau wie ich es eben in der Frage, 2 Fragen vorher gesagt habe, es geht immer um Arbeit. Ja? Und wenn man arbeitet, dann wird man irgendwann auch dafür belohnt. Was die Fans sicherlich auch wahrnehmen, ist das, du oftmals der bist, der kurz vor Anpfiff im Kreis noch mal ein paar Worte spricht. Wiederholt sich da was oder machst du dir vorher Gedanken, was passt zum Tag heute, was passt zum Gegner oder ist das alles spontan aus der Emotion heraus? Also es ist meistens immer was anderes und so eine Kombination aus Emotion, Gegner, meine Bauchgefühle vorher in der Kabine, meinem Gefühl auch dann auf dem Platz. Es ist so eine Mischung aus allem und deswegen ist es da jetzt nicht so, dass ich groß mir Zettel und Stift rausnehme und Leute zitiere, was man vielleicht auch mal machen könnte, aber das ist alles mal so ein Gesamtpaket, damit es halt auch irgendwie passt, weil sobald irgendeiner sagen sollte, du Schuh, das reicht jetzt, das bringt irgendwie nichts mehr, dann lasse ich es sein, aber ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs das auch, glaube ich, ganz gut aufnehmen. Dann abschließende Frage, seit nach 2 Spielen standet ihr bei 0-5 Toren, keine Punkte. Jetzt sind es 21-13 Tore und 13 Punkte. Wie zufrieden bist du mit dem groben ersten Viertel der Saison und gerade auch mit der Entwicklung, die dann vielleicht nach diesem Scheißstart, haben schon mehrere Spieler gesagt, stattgefunden hat? Ja, ich glaube, wenn man das richtig einordnet, dann können wir da einigermaßen zufrieden sein. Also bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Wir haben jetzt fast einen 2-Punkte-Schnitt seitdem, glaube ich. Das ist also, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und wir müssen aber dranbleiben, weil man darf halt immer nicht vergessen, wir sind mit 2 Niederlagen gestartet. Ja? Und auch 2 Niederlagen, die relativ herbe waren. Wir haben die sehr, sehr gut eingeordnet in der Mannschaft. Das hat man dann, glaube ich, auch gesehen, was das dann aus uns gemacht hat. Aber die Saison ist lang. Ja? Und wie ich eben auch gesagt habe, die Tabelle lügt eben nie. Auch wenn man sagt, ja, man guckt nicht so drauf, aber man guckt trotzdem drauf. Und die ist total eng und ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir immer wieder unsere Punkte holen. Ja, und deswegen, wir hatten jetzt 2 Auswärtsspiele, wir haben jetzt endlich ein Auswärtsspiel gewonnen in Sandhausen.
Und jetzt geht es eben darum, im Heimspiel weiterzumachen und dann gucken wir halt, wo die Reise hingeht. Ja. Und eine bessere Ausgangssituation wie in den letzten beiden Jahren nach der Hinrunde wäre so mein Wunsch, ja, dass wir ein bisschen besser dastehen. Und dann schauen wir mal, wie es so weiterläuft. Super, dann vielen Dank und viel Erfolg am Sonntag. Danke.